Die USA und die NATO befinden sich auf der nuklearen Messerschneide. Artikel 5 der teuflischen NATO-Charta besagt, dass ein Angriff auf ein Mitglied ein Angriff auf alle 30 NATO-Staaten ist. Wir stehen am Rande eines dritten Weltkriegs und vielleicht eines thermonuklearen Krieges. Die NATO umfasst 950 Millionen Menschen mit einem Verteidigungshaushalt, der 20 Mal so hoch ist wie der Russlands. Eine einzige Fehlkalkulation kann 1 Milliarde Menschen in den Krieg schicken und ein globales nukleares Blutbad auslösen. Am 17. November titelte die Washington Post mit dieser ominösen Schlagzeile, Zitat, wie eine anonyme Quelle falschen Alarm vor einem russischen Angriff auf Polen auslöste. Zitat Ende. Der Artikel begann mit den Worten, Zitat, The Associated Press sendete am Dienstag, den 15. November, eine erschreckende Meldung um die Welt, so die Washington Post. Und das war eine erschreckende Meldung um die Welt am Dienstag. Also wurde am Dienstag herumgeschickt. Um 14 Uhr schrieb die Associated Press, ein hoher US-Geheimdienstmitarbeiter sagt, dass russische Raketen in das NATO-Mitglied Polen eingedrungen sind und 2 Menschen getötet haben. Zitat Ende. Die Nachrichtenagentur vermerkte, dass die polnische Regierung führende Politiker dazu aufforderte, aufgrund einer Krisensituation eine Dringlichkeitssitzung abzuhalten. Als AP, also Associated Press, ihre ursprüngliche Meldung zurücknahm, war sie bereits von Tausenden von Nachrichtenagenturen auf der ganzen Welt abgerufen worden. Viele veröffentlichten wilde Schlagzeilen auf der Grundlage dieses fehlerhaften Artikels. Weil die fehlgeleitete Rakete direkt an der polnischen Grenze explodierte, rief der polnische Außenminister Zbigniew Rau den russischen Botschafter zu sich und verlangte sofortige detaillierte Erklärungen. Der ukrainische Präsident Zelensky beschuldigte Russland hysterisch, Polen bombardiert zu haben, obwohl er in diesem Moment bereits gewusst haben muss, dass eine ukrainische Rakete die Explosion verursacht hatte und nicht eine russische. Als einziges Land streitet die Ukraine immer noch ab, die Rakete abgefeuert zu haben und gibt Russland die Schuld daran. Die anonyme nachrichtendienstliche Einschätzung, die Moskau die Schuld gab, löste sofortige Forderungen nach einer Flugverbotszone aus, dem heiligen Gral der Ukraine, um amerikanische Jets in Luftkämpfe mit russischen Piloten zu verwickeln und uns zu Bombenangriffen auf russische Luftabwehrbatterien zu veranlassen. Der Dritte Weltkrieg wäre die fast unvermeidliche Folge einer Flugverbotszone. Der Independent berichtete, Biden beruft Notfallsitzungen der G7 und der NATO ein, nachdem Raketen aus russischer Produktion in Polen eingeschlagen sind. Der Präsident Biden wurde nach Mitternacht mit der Nachricht über die Raketenexplosion aufgeweckt. Er ging auf Twitter und versprach und bekräftigte Amerikas absolute Verpflichtung für die NATO. In der Aufregung des Augenblicks wiederholten die Weltmedien die falschen Behauptungen der Associated Press. Fox News zitierte einen sogenannten hochrangigen US-Beamten und berichtete vor Ort, dass eine russische Rakete in Polen eingeschlagen sei. CNN berichtete, dass eine russische Rakete für die Explosionen verantwortlich sei und die Daily Mail schrieb, russische Bomben töten 2 Menschen in Polen. Zitat Ende. Der von Associated Press zitierte ranghohe US-Geheimdienstmitarbeiter behauptete, dass mehrere russische Raketen nach Polen eingedrungen seien, aber selbst in der offiziellen Erklärung Polens hieß es, es habe sich nur um eine einzige Rakete gehandelt. Warum sollten die US-Geheimdienste die Fakten absichtlich übertreiben? Warum sollten hochrangige NATO-Beamte zu einer nächtlichen Krisensitzung einberufen werden, um auf eine offensichtliche Fehlfunktion einer Rakete zu reagieren, unabhängig davon, ob sie aus Russland oder der Ukraine kam? Kann sich irgendein vernünftiger Mensch vorstellen, dass die Russen Polen mit einer einzigen Rakete angreifen würden, indem sie ein altes Getreidesilo in einem winzigen Bauerndorf mit 500 Einwohnern ins Visier nehmen? Wird ein so triviales Ereignis zum Auslöser für einen weltweiten Atomkonflikt? Dieser Vorfall beweist, dass die NATO voll und ganz bereit ist, das Jahr 1914 zu wiederholen,
als die Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand und seiner Frau einen Krieg auslöste, der mindestens 18 Millionen Europäer das Leben kostete und zum Zweiten Weltkrieg führte, in dem weitere 50 Millionen Menschen starben. Der nächste Krieg, der uns bevorsteht, könnte Milliarden von Männern, Frauen und Kindern töten und die Zivilisation, wie wir sie kennen, beenden. Ist eine Explosion, die zwei Bauern tötet und ein Getreidesilo zerstört, all das wert? Dabei könnte in der Ukraine Frieden herrschen und die Gefahr eines Dritten Weltkriegs bannen, wann immer wir uns dafür entscheiden. Aber bisher haben die USA und Großbritannien wiederholt Friedensgespräche zur Beendigung der Feindseligkeiten blockiert. Ich zähle ein paar auf. Im Jahr 2014 wurde das Minsker Friedensabkommen unterzeichnet, das den Krieg der Ukraine gegen den Donbass beendete. Amerika überschwemmte die Ukraine jedoch mit einer enormen Aufrüstung und ermutigte die neue revolutionäre Junta der Ukraine, ihre Versprechen zu brechen und den blutigen Krieg gegen die russischsprachigen Grenzregionen, die ihre Unabhängigkeit erklärt hatten, fortzusetzen. Amerika verhinderte einen Friedensschluss. Und dann im April 2022, nur zwei Monate nachdem Russland auf der Seite des Donbass in den Krieg eingetreten war, schickte der ukrainische Präsident Zelensky einen fünfseitigen Friedensvorschlag an Russland. Russland hielt den Vorschlag für einen akzeptablen Rahmen zur Beendigung der Kämpfe. Präsident Putin unterstützte die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine und beide Seiten hatten fast eine zufriedenstellende Lösung der Feindseligkeiten erreicht. Der ukrainische Friedensunterhändler David Arakamia sagte dem ukrainischen Fernsehen sogar, dass, und das ist ein Zitat, die Russische Föderation eine offizielle Antwort auf alle Positionen gegeben hat, nämlich dass sie bereit ist, die ukrainische Position zu akzeptieren, mit Ausnahme der Krim-Frage. Zitat Ende. Aber als die Friedensgespräche reibungslos verliefen, flog der britische Premierminister Boris Johnson unerwartet nach Kiew und verhinderte, dass sie fortgesetzt wurden. Ohne die Zustimmung des Weißen Hauses hätte er dies niemals tun können. Zu diesem frühen Zeitpunkt des Krieges waren die Verluste relativ gering und die Sachschäden recht begrenzt. Zweifellos hätten 100.000 Menschenleben gerettet werden können, wenn die Vereinigten Staaten bereit gewesen wären, einen Frieden zuzulassen, dem beide Kriegsparteien zugestimmt hätten. Der einzige Grund, warum der Krieg fortgesetzt wurde, ist, dass die USA und Großbritannien der Ukraine befahlen, weiterzukämpfen. Und dann, erst kürzlich, am 9. November 2022, erklärte US-Generalstabschef Mark Milley vor dem Economic Club of New York, dass ein Sieg der Ukraine möglicherweise nicht auf militärischem Wege erreicht werden kann. Er sagte, dass der Winter eine Gelegenheit bieten könnte, Verhandlungen mit Russland aufzunehmen. Die Regierung war jedoch schockiert, als Milley von Frieden sprach und betrieb Schadensbegrenzung, indem sie der Ukraine versicherte, dass die Pause der Winterkämpfe kein Grund sei, über Frieden zu diskutieren und dass Washington sich darauf freue, die nächsten Vorstöße der Ukraine und künftiges Blutvergießen auf dem Schlachtfeld zu unterstützen. Wieder einmal blockierten die USA den Frieden und förderten Tod und Zerstörung. Im Jahr 2014 halfen die CIA und der britische MI6, die rechtmäßige Regierung der Ukraine zu stürzen und eine revolutionäre Junta zu installieren. Damit begann der aktuelle Krieg in der Ukraine. Er wurde nicht von Russland begonnen, sondern 2014 von der CIA und dem britischen MI6. Die Junta, die die Macht übernahm, startete eine hasserfüllte Entrussifizierungskampagne, die dazu führte, dass die Unabhängigkeitsbewegungen in den Donbass-Republiken Donetsk und Luhansk erstarkte,
wo die Sprache der Menschen, ihre Kultur, ihre Arbeitsplätze und buchstäblich ihre physische Sicherheit von der revolutionären Junta bedroht wurden, die von den Vereinigten Staaten und Großbritannien eingesetzt wurde, indem sie 2014 die gewählte Regierung der Ukraine stürzte. In all den Jahren hat sich Russland geduldig und konsequent um eine friedliche Lösung des Konflikts bemüht. Die USA, Großbritannien und die NATO haben alle diese Friedensangebote blockiert und den Weg des Krieges, des Blutvergießens und der Zerstörung beharrlich weiterverfolgt. Die USA und die NATO haben sich dem demokratischen Selbstbestimmungsrecht der russischsprachigen Bevölkerung im Donbass entlang der Grenze zu Russland gewaltsam widersetzt. Als Elon Musk UN-überwachte Wahlen vorschlug, um zu entscheiden, ob die russischsprachigen Regionen sich Russland anschließen und zur Ukraine zurückkehren sollten, hatte Selenskyj einen Wutausbruch. Er weiß, dass die Menschen in diesen Regionen, wenn sie die Wahl hätten, erneut mit überwältigender Mehrheit für den Anschluss an Russland stimmen würden. Die Amerikaner müssen begreifen, dass es unsere Regierung und nicht Russland ist, die auf die Fortsetzung des Krieges drängt. Wir müssen uns mit der tödlichen Gefahr auseinandersetzen, die der Ukraine-Krieg und unsere NATO-Bündnisse für die USA und die Welt darstellen. Ich danke Ihnen.